2024 neigt sich dem Ende. Auch in diesem Jahr müssen sich die Fans von zahlreichen Stars verabschieden. Direkt zu Beginn des Jahres stirbt Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren. Er bleibt seinen Unterstützern als deutsche Fußballlegende für immer in Erinnerung. Im April macht der Tod von O.J. Simpson Schlagzeilen. Der ehemalige NFL-Star gilt zu Lebzeiten als Hauptverdächtiger im Mord an seiner damaligen Frau Nicole. Das Gericht spricht O.J. zwar frei, macht ihn später aber doch für ihren Tod verantwortlich. Im Juli verliert Shannen Doherty ihren langen Kampf gegen den Krebs. Die Schauspielerin, die für ihre Rolle in Beverly Hills 90210 bekannt ist, stirbt mit 53 Jahren. Völlig unerwartet stirbt auch Richard Lugner im August. Der österreichische Baumogul ist zum Zeitpunkt seines Todes 91 Jahre alt. Wenige Tage zuvor schließt Peter Zwegert für immer seine Augen. Der leidenschaftliche Schuldnerberater hinterlässt seine Ehefrau Diane und zwei Kinder. Nur einen Monat später trauert die Welt um Maggie Smith. Die Harry-Potter-Bekanntheit stirbt mit 89 Jahren friedlich im Kreis ihrer Liebsten. Im Oktober löst der plötzliche Tod von Liam Payne weltweite Trauer und Entsetzen aus. Der Sänger und ehemaliges Mitglied der Band One Direction stürzt vom Balkon eines Hotels in die Tiefe. Im November verbreitet sich die Nachricht von Quincy Jones' Tod. Der Musikproduzent erliegt mit 91 Jahren seiner Krebserkrankung an der Bauchspeicheldrüse. Im Jahr 2024 sterben zahlreiche Prominente, die ihren Fans und Familien aber immer in Erinnerung bleiben.